Leute, es gibt endlich mal wieder ein Beauty-Video von mir, weil, also die meisten von euch haben in meinem letzten Video, als ich gefragt habe, was ihr denn sehen wollt, gesagt Beauty und hier bin ich. Ja, da ja jetzt auch endlich bei uns in München bzw. in Deutschland der Sommer eingebrochen ist, dachte ich, ich mache euch mal ein Video mit meinen Favorite Summer Products. Also dazu zählen natürlich so Tanning Lotions, Body Lotions, After Sun Lotions, Duschgel, bisschen Make-up, alles was so im Sommer halt ansteht bei mir, beziehungsweise was ich im Moment so am liebsten benutze. Und ja, da ich nämlich ganz viele neue Sachen auch bekommen habe, wollte ich die euch jetzt einfach alle mal ein bisschen zeigen. Und jetzt muss ich nur kurz gucken, ob meine Kamera auch wirklich aufnimmt, bevor ich jetzt weiter quatsche. Yes, es hat aufgenommen. Aber ich würde sagen, wir starten. Ich habe jetzt hier einfach eine Kiste stehen. Warte, ich kann es euch mal zeigen. So, da habe ich alle meine Produkte drin, die ich euch zeigen will. Und die gehe ich jetzt einfach nach und nach durch, würde ich sagen. Ich fange jetzt, glaube ich, direkt mal mit Tanning an, beziehungsweise Tannimax. Ich habe nämlich ganz viele tolle Produkte zugeschickt bekommen von Tannimax. Das ist ein Online-Shop, den kannte ich bisher auch noch nicht, habe aber dann vor kurzem da eine Pressemitteilung gelesen und dachte so, wow, die muss ich ausprobieren, die Sachen, weil ich finde irgendwie im Drogeriemarkt oder so oder generell so in ja, Beauty-Boutiquen, da gibt es irgendwie immer nicht so die coolen Tanning-Produkte oder auch ja, Sonnenschutzprodukte. Deswegen kaufe ich da eigentlich ehrlich gesagt immer lieber im Internet ein. Und da habe ich die eben gesehen und hey Leute, allein die Verpackung sieht halt schon, oh mein Gott, must have, girly must have ungefähr aus. Die sind nämlich alle in so einem mega schönen Goldton gehalten. Also wirklich alle, egal ob das jetzt hier Sonnenschutz oder After Sun Lotion oder sowas ist. Voll schön, oder? Als ich die Verpackung schon gesehen habe, ich bin ja wirklich ein kleines Verpackungsopfer, muss ich sagen. Und als ich die gesehen habe, dachte ich mir so, okay, die brauche ich. Ich würde mal sagen, wir fangen hier wirklich beim Sonnenschutz direkt an. Und zwar die hier, die ist mega cool, hat einen 30er Sonnenschutz, also ist wirklich eine Sonnencreme, die aber auch gleichzeitig Protective Body Care, also quasi eine Body Lotion enthält. Weil ich finde oft, dass so Sonnencremes, entweder sind sie mir viel zu ölig und alles fühlt sich so eklig an. Vor allem, wenn man am Strand liegt, sieht man danach aus wie so ein Schnitzel ungefähr. Aber manche ziehen auch so schnell ein, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass alles so trocken ist irgendwie. Und die ist halt super cool, weil die wirklich auch eine Hautpflegelotion intus hat. Also die hat jetzt eben einen 30er Sonnenschutz und die riecht nach Coconut and Almond Oil und alles, was mit Kokosnuss ist, das hat mich sowieso schon. Also ich liebe Kokosnuss. Und genau, also da haben wir jetzt eben einen Sonnenschutz quasi, genau, der auch eine Bodylotion enthält. Also mega cool. Da habe ich jetzt hier auch eine fürs Gesicht extra, das ist eine 50er. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe früher auch in meinem Gesicht immer nur die für die eigentlich für den Körper gedacht sind. Und auch manchmal nur 15er oder sowas. Als ich das dann vor kurzem der Christina von C1 Kosmetik, wo ich eine Hautanalyse habe machen lassen, erzählt habe, die hat nur gesagt, oh Gott. Bitte benutze eine 50er, so hoch wie möglich ungefähr, weil meine Haut eh schon total trocken ist. Und die Sonne die Haut ja auch nochmal mehr austrocknet. Und ich habe auch gerade hier in den Backen immer so rote Irritationen. Und sie meinte auch, bitte, bitte benutze Sonnenschutz am besten so hoch wie möglich für dein Gesicht. Von dem her ist das natürlich jetzt super. Also da ist genau das gleiche, feuchtigkeitsspendende Gesichtscreme. Also man hat die Feuchtigkeit, man hat aber auch gleichzeitig den Sonnenschutz. Genau, dann habe ich die gleiche aber auch nochmal mit einem 15er Schutz, weil bei mir ist, also ich kriege eigentlich selten einen Sonnenbrand, außer jetzt wirklich, wenn ich am Strand bin, im Süden irgendwo, wo eine ganz andere Sonne nochmal ist als hier in Deutschland. Aber wenn ich mich einfach so mal mittags in die Sonne klatsche oder so, dann passt auch die 15er, also wenn ich schon vollgebräunt bin. Natürlich ist es noch besser eine 30er, aber wenn ich schon ein bisschen so ein Vortanning habe, da benutze ich die auch ganz gerne. Die ist allerdings auch nur für den Body, also nicht fürs Gesicht. Ich denke mal halt Leute, die jetzt nicht so sensibel sind im Gesicht, die können die natürlich auch fürs Gesicht benutzen. Aber ich bin dann eher so, ich benutze lieber direkt fürs Gesicht irgendwas. So, dann haben wir hier auch nochmal eine 50er fürs Gesicht, für den Körper, genau. Also sollte ich jetzt irgendwie im Urlaub sein oder so und mal wirklich heftige Sonneneinstrahlung, dann denke ich, werde ich auch die benutzen. Also hier High Protection, auch wieder Coconut and Almond Oil
Und Kakao und Chia-Butter ist da übrigens auch noch drin, also mega cool. Ich habe übrigens die 15er, habe ich vor 2-3 Tagen, als ich mich einfach ein bisschen so am Balkon gesonnt habe, habe ich die schon mal drauf gemacht und war wirklich mega. Also die zieht schnell ein, ist aber trotzdem voll feuchtigkeitsspendend. Und sie riecht vor allem so gut. Also da bekommt man richtig Lust auf den Sommer und auf Urlaub. Gut, dann machen wir mal weiter mit der Gold-Linie hier. Finest Anti-Age Dark Bronzing Lotion. Und zwar ist das eine Hautpflege-Lotion, also eben auch wieder Pflege, Feuchtigkeit und so weiter. Die hat allerdings einen Selbstbräunungseffekt. So, jetzt erstmal Selbstbräuner. Oh mein Gott, Angst, braune Flecken. Also das ist bei mir zumindest immer das Erste, wenn ich höre Selbstbräuner. So, lieber nicht. Aber Freunde, die ist wirklich mega, mega gut. Ich habe die jetzt schon 3-mal benutzt. Ich mache die mal abends drauf, weil ich muss sagen, die riecht zwar besser als manche andere Selbstbräuner, aber kennt ihr diesen Selbstbräunergeruch? Oh, ich hasse das. Und das hat die nicht so stark, aber trotzdem ein bisschen. Ich glaube, das hat jeder Selbstbräuner einfach. Und mag ich jetzt irgendwie nicht so gerne, deswegen mache ich das einfach abends drauf und morgens gehe ich ja dann eh duschen, von dem her ist es egal. Und ich kann euch das auch nochmal zeigen. Wenn man das jetzt so hier auf die Haut macht, dann ist es so ein ganz bisschen bräunlich, aber jetzt irgendwie nicht so, wenn man denkt, okay, Selbstbräuner. Und wie gesagt, riecht schon auch so ein bisschen selbstbräunermäßig, aber nicht so schlecht wie manche andere. Also da hatte ich wirklich schon welche, da dachte ich mir so, um Gottes Willen. Aber riecht echt nicht schlecht und ich mache es gleich wieder ab, weil immer nie vergessen Hände waschen nach dem Einschmieren. Sonst habt ihr das nämlich alles an den Händen dran, das ist natürlich nicht so geil. Aber hinterlässt auch keine Flecken, also ich bin nicht aufgewacht und sah aus wie ein Dalmatiner oder sowas. Ihr müsst es natürlich schon gut verteilen, aber ich habe jetzt überhaupt nichts gemerkt, dass ich irgendwo jetzt einen Streifen oder Flecken oder irgendwas hätte. So, dann die hier sieht genauso aus, ist aber was anderes drin und zwar ist es die Finest Anti-Age, also es ist auch alles Anti-Aging. Man muss ja früh genug anfangen, ich bin zwar erst 24, aber man sagt ja ab 25 soll man spätestens anfangen, deswegen mega gut. Tanning Lotion, das ist Hautpflege-Lotion, ist kein Selbstbräuner, also nicht so wie das, was ich gerade vorgestellt habe, sondern da ist nur ein Bräunigungsbeschleuniger drin, das heißt, wenn ihr in der Sonne seid, und ihr habt die drauf, dann werdet ihr einfach schneller braun. Aber die hat keinen Sonnenschutz, das heißt, wenn ihr wirklich lange in der Sonne seid oder euch direkt in die Sonne knallt oder so, auf jeden Fall eine Sonnencreme drunter. Da könnt ihr jetzt zum Beispiel hier die 15er oder die 30er, je nachdem. So, jetzt war meine Speicherkarte leer, also nochmal. Tanning Lotion, genau. Also wie gesagt, die hat keinen Sonnenschutz, also wenn ihr jetzt die Sonnencreme zum Beispiel auftragt, dann könnt ihr die noch drüber. Und dann werdet ihr schneller brown und dann müsst ihr nicht so lange in der Sonne liegen und schwitzen. Also finde ich mega gut, kann man übrigens auch tagsüber einfach so als Bodylotion benutzen. Also einfach so zum Pflegen, spendet viel Feuchtigkeit und die Sachen, Freunde, sie riechen so gut. Also wirklich richtig lecker nach Coconut und oh, ich liebe sie. So, nach dem Bräunen geht man natürlich erstmal duschen. Und da ist das hier mein absolutes Lieblings-After-Sun-Shampoo bzw. After-Sun-Dusche. Ich liebe es über alles und zwar nicht nur, weil ich das schon ganz oft im Urlaub dabei hatte und dass dieser Geruch einfach für mich Urlaubsfeeling pur ist, sondern einfach, wie gesagt, es riecht super gut und es spült auch alles vom Körper runter, also die ganzen Fette von der Bodylotion noch und oh Gott. Ich würde euch jetzt gerne diesen Duft hier weiter senden, übersenden. Es riecht so lecker, also wirklich auch so nach Kokosnuss und einfach als wäre man gerade am Strand. Augen zu, unter der Dusche und denkt, man steht im Meer. Nee, ich liebe das wirklich. Also es riecht super, super gut. Das ist von Balea, das kostet 70 Cent, allerhöchstens 1 Euro, glaube ich. Beim DM gibt es das und oh, ich liebe das. Ich habe aber auch noch ein anderes. Und zwar hier dieses Cleansing Oil, das ist von Shiseido. Und zwar macht man das einfach nach der Sonne, also nach dem Sonnenbaden trägt man das auf. Das hat hier so einen Pumper und das ist eben so eine ölige Textur, die aber das ganze Öl von der Lotion und von Sonnenöl oder was auch immer man drauf hat, runterwäscht. Also ihr müsst danach natürlich duschen gehen und wascht es dann ab. Und genau, dann hat man die ganzen öligen Rückstände, die sind dann weg. Und dann kommt natürlich die Bodylotion bzw. die After Sun Lotion.
Und da habe ich eigentlich zwei Sachen. Einmal habe ich hier auch von Tanimax Beluga Luxury Moisturizer, for Body and Face with Hydro Complex. Luxuriöser, reiner Kaviar-Extrakt schenkt ein edles, strahlendes Aussehen. Also die Verpackung ist auch mal wieder hier der Burner. Da hat die Laura auch gleich wieder geschrieben, will ich haben. Aber das, was drinnen ist, ist auch mega gut. Also kann ich euch auch nur empfehlen. Das ist halt super auch für, egal ob jetzt nach dem Sonnen oder einfach auch, wenn es draußen regnet, so wie gerade es regnet in Strömen. Aber jetzt zum Beispiel nach dem Duschen oder so, wenn eure Haut ganz viel Feuchtigkeit braucht, ist die super. Und ja, man hat danach irgendwie voll den schönen Glow, finde ich. Also sie riecht auch mega lecker. Ich kann euch mal schon zeigen, wie sie aussieht. Also ganz normale Bodylotion eigentlich. Genau, so ein bisschen so weißlich einfach. Könnt ihr super easy verteilen. Zieht total schnell ein. Riecht total fresh auch. Und ja, gibt irgendwie so ein, gut, das sieht man jetzt wahrscheinlich über die Kamera nicht so, aber so einen mega schönen Glow. Genau, hat eben Kaviar-Extrakte und auch wieder pflegende Inhaltsstoffe drin. Also finde ich mega cool. Und wie gesagt, die Verpackung. Na, love it. Könnt ihr übrigens auch ins Gesicht machen. Also ich habe für mein Gesicht ja spezielle Sachen, die ich immer benutze. Also ich mache sowas eher weniger dann ins Gesicht, aber könnte man theoretisch machen. Also wenn ihr jetzt wirklich eine easy peasy Haut habt, die alles verträgt, auch im Gesicht oder so, dann let's do this. So, und dann habe ich auch noch was für den Body. Die benutze ich immer nach dem Sonnenbaden, also quasi als Après Sun. Die ist mega gut. Tropical Beauty 10 Extender, Longer Brown for Daily Use. Also wenn ihr quasi schön gebräunt seid jetzt nach dem Sonnen, nach dem Beach oder so, dann könnt ihr die drauf machen und die hält eure Bräune quasi länger. Die hält eure Bräune, sorry, nichts Deutsch heute. Aber die ist wirklich mega gut. Also auch wieder hier ein bisschen Selbstbräunungseffekt, also für danach. Müsst ihr natürlich auch wieder gut eincremen, damit ihr keine Flecken bekommt. Aber ich habe sie selber jetzt eben auch schon ein paar Mal benutzt nach dem Bräunen und man hat nichts gesehen. Also je, solange ihr das einigermaßen gut verteilt, immer schön die Hände waschen. Vor allem hier in den Innenseiten, damit nichts hängen bleibt von der Bräunungscreme, damit ihr da keine Flecken bekommt. Und dann sollte es eigentlich kein Problem sein. Also ich habe es hinbekommen, das heißt, ihr schafft das auch. Könnt ihr übrigens auch wieder ins Gesicht machen, aber wie gesagt, ich bin bei solchen Produkten immer ein bisschen vorsichtig, gerade was so Selbstbräune angeht, weil wenn ich im Gesicht dann Flecken habe, dann ist halt alles aus, ne? Aber wie gesagt, ich habe es jetzt am Körper schon ein paar Mal benutzt und war gar nichts. Und riecht auch gut, also auch nicht nach diesem ekligen Selbstbräunergeruch. Genau, dann, was ich liebe, wenn man die Haut schön abgeduscht hat und hier Après Sun drauf hat und man geht zum Beispiel nach dem Tannen noch schön essen oder man ist im Hotel und macht sich schick fürs Essen gehen, dann liebe ich von Annemarie Berlin dieses schimmernde Körperöl. Das ist so der Burner. Das mache ich wirklich immer, also erst wenn ich halt schön gebräunt bin, weil auf weißer Haut sieht das natürlich nicht so schön aus. Aber wenn ich total gebräunt bin und ich mache das so auf meine Beine, oh, das sieht toll aus. Also es ist jetzt auch nicht so, dass sie dann mega shiny wird, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt, dass ihr einen Scheinwerfer tretet und bam, nein. Aber es ist total geil für eure Bräune, wenn ihr das drüber macht, dann habt ihr so einen richtig schönen Glow und ihr seht halt voll gesund aus. Also ist für den Körper jetzt nicht unbedingt fürs Gesicht, außer ihr seid Highlighter-Friends, dann könnt ihr euch das natürlich auch hier als Highlighter noch drauf machen. Aber ich finde es super cool, also wirklich über die gebräunte Haut und man sieht direkt schöner aus. Dann habe ich hier noch was von Annemarie Berlin. Und zwar sind es Hyaluron Feuchtigkeitskur bzw. diese Kapseln, die man ja mittlerweile auch überall sieht. Die sind mega gut. Ich habe die vor kurzem zugeschickt bekommen und ja, durfte sie eben testen. Und habe ich jetzt schon ein paar Mal drauf gemacht, vor allem eben so nach dem Sonnen, wenn die Haut wirklich gespannt hat und man gemerkt hat, okay, die braucht jetzt unbedingt Feuchtigkeit, habe ich die drauf gemacht, also unter meine normale Hautpflege und finde ich super gut. Also die muss man hier oben eben so mit so einem extra Ding, das da auch dabei ist, die Kappe abbrechen, also ist aus Glas. Und genau, also ich, so eine Kapsel, die reicht bei mir wirklich auch für 5 Anwendungen oder sowas. Also ich mache die nach, eben tagsüber macht man die drauf, kann man aber auch nachts. Man merkt wirklich, die zieht total schnell ein, also die hinterlässt jetzt auch kein fettiges Gefühl oder sowas.
Und man merkt wirklich, wie die Haut einfach mega viel Feuchtigkeit abbekommt. Also richtig, richtig gut. I like. So, dann haben wir noch hier ein bisschen was für den Körper, für den guten Geruch. Und zwar ist es von Victoria's Secret, dieser Body Mist. Vanilla und Coconut und oh mein Gott, ich liebe ihn. Ich habe den mal bei Müller gekauft. Ich weiß nicht, ob es den jetzt auch noch gibt, aber ich glaube schon, dass Müller die hat. Und dieses Ding hat 10 Euro gekostet oder so und ich habe das jetzt echt schon fast ein Jahr. Benutzt das total oft und wie ihr seht, es ist jetzt ungefähr so viel weg. Also total krass und immer, oh, ich muss mir kurz mal drauf machen. Oh, das riecht für mich einfach so richtig nach Urlaub, Freunde. Nee, ich liebe das, also wirklich so Kokosnuss, Vanille, Fragrance, Mist. Oh Gott, das ist der Burner. Also das ist wirklich einfach nur Summer. Und das könnt ihr euch auf den ganzen Körper. Ich mache es auch ganz oft in meine Haare. So, und also ich bin ein Mensch, ich mag im Sommer jetzt nicht unbedingt viel Make-up auf der Haut haben. Vor allem, wenn man schon schön gebräunt ist, braucht man das sowieso nicht, finde ich. Aber ich habe trotzdem so ein paar kleine Hacks, die ich noch mega gerne mag. Und zwar ist es hier von Guerlain. Dieses Terracotta Skin, das ist quasi, ja, nicht wirklich ein Make-up, das ist irgendwie so, ja, eine ganz, ganz leichte Foundation. Und die ist halt so ein bisschen bräunlich, hat auch voll den nicen Glow, also mag ich total gerne. Und beim, also ich mische die oft mit meiner normalen BB-Cream oder so, vor allem jetzt bin ich ja jetzt noch nicht super dunkel. Also ganz im Urlaub oder so kann ich auch nur die benutzen, das reicht vollkommen. Die ist ganz, ganz leicht auf der Haut und ihr seht so von der Sonne geküsst aus. Also ich liebe die wirklich, die ist mega. Genau, Farbe Nude und die habe ich auch jetzt schon, ich glaube letztes Jahr oder so, habe ich sie bekommen. Und seitdem benutze ich die auch und ist auch noch gut was drin, also hält auch ewig lang. Und dann noch so als Puder drüber, beziehungsweise kann man das auch als Foundation einfach benutzen. Benutze ich immer von Bare Minerals die Original Foundation. Also ich habe jetzt Farbe Medium und die hat nämlich auch einen Sonnenschutzfaktor. Also das ist mega gut. Und zwar benutzt man das so, dass man hier, also das ist so wie so ein loses Puder quasi, lose Foundation. Die macht ihr in den Deckel rein. Und dann habe ich hier auch den passenden Pinsel dazu. Das ist der Full Flawless Face, auch von Bare Minerals. Und dann geht die in kreisenden Bewegungen in diesen Deckel, bis alle Foundation im Pinsel ist. Klopft nochmal ab und dann macht ihr die Foundation auch in kreisenden Bewegungen auf euer Gesicht. Und wie gesagt, wenn ihr schon so einen Sommerglow habt und die noch drüber macht, boah, das sieht so Bombe aus. Also ich liebe die. Ich habe die zwar jetzt auch im Winter benutzt, allerdings halt so über mein Make-up, also weil im Winter benutze ich schon immer ein bisschen mehr Make-up, damit ich ein bisschen Farbe im Gesicht habe. Aber jetzt für den Sommer, finde ich, reicht die vollkommen aus. Am besten hier noch mit dieser Foundation und dann die Sachen quasi drüber. Ja, und dann finde ich, hat man schon eigentlich ein perfektes Abend-Make-up, vielleicht ein bisschen Mascara noch oder sowas. Ich finde, Contouring muss man auch... Contouring oder sowas muss man jetzt nicht unbedingt im Urlaub machen. Ein bisschen Highlighter geht natürlich immer, ein bisschen was auf die Lips. Und dann hat man eigentlich so den perfekten Summer Glow. Natürlich mit den richtigen Produkten und ja. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Jetzt darf ich hier erstmal mein Chaos aufräumen, was hier so vor mir liegt. Aber wie gesagt, ich kann euch alle Produkte, die ich euch jetzt vorgestellt habe, zu 100% weiterempfehlen. Und ich bin super happy. Ich freue mich schon so sehr auf den kompletten Sommer. Ich meine, klar, ein bisschen Sommer konnten wir zwar jetzt schon genießen, aber noch so ganz ist er nicht da. Es regnet, wie gesagt, da draußen in Strömen. So geht es nicht weiter. Aber wer weiß, vielleicht bin ich auch ganz bald nochmal schön im Sommerurlaub, kann mich am Beach bräunen und rösten und ja. Genau, das war's jetzt eigentlich. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, schreibt mir immer nochmal eure Wünsche drunter, ob ihr irgendwie mehr in die Fashion-Richtung haben wollt, ob ihr mehr so Personal-Zeug, dass ich euch ein bisschen was erzähle, Question and Answer, wie gesagt, Fragen auch immer drunter hauen. Und genau, sonst sind wir, glaube ich, fertig. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann ganz bald wieder. Tschüssi! Hey,